Hey Außenwelt, da sind wir wieder bei dem Malspielchen mit Fischen und Booten und ich habe immer noch keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll. Oder wie ich hier dahinter kommen soll. Ich tue mich auch schwer bei solchen Spielen. Ich habe da normal nicht wirklich die Geduld oder den Nerv überhaupt für. Deswegen spiele ich normal auch kein Sudoku. Überhaupt keinen Bock auf sowas. Also da hier darf ja nur eins von weggehen. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, dann... Ach Mann, machen wir das mal so. Und hier dürfen noch... Hier dürfen sechs insgesamt von weggehen, okay? Hier drei. Also sagen wir mal so und so vielleicht. Nee, das ist doof. So und so vielleicht. Wenn man jetzt wüsste, inwiefern das verbunden sein muss. Müssen hier zum Beispiel... Müssen hier zum Beispiel sechs Fische hinzeigen? Das, oder was? Oder wie? Also zum Beispiel sagen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hieß ja, dann müsste jeder Fisch zum Beispiel da so drauf zeigen, ne? 3, 4, 5, 6. Ja, das hieß ja, das hier wegmachen. Und da müssten zwei Fische... Ja, das geht ja nicht, weil wenn wir jetzt da zwei Fische machen, das geht ja auch wieder nicht. Hier müssten sieben Fische drauf. Moment, das würde dann sagen wir 1, 2, 3, 4... Na, 5, 6, 7... Ich glaube nicht, dass das, weil hier, nee, hier gehen ja gar keine fünf Fische drauf. Und hier darf ja nur eine Verbindung sein. Hier hätten wir aber schon zwei Verbindungen. Ich weiß, die Rätsel sind nicht zum Überspringen gedacht. Ich weiß. Ich habe da im Moment echt nicht... Ich komme auf die Rätsel im Moment nicht klar mit den Erklärungen, die sie dabei haben. Ach, was soll man hier auch noch so... Aha, Ich brauche kein Schießpulver und Kanonenkugeln. Ich will das Boot nur dichter heranziehen, es nicht versenken. Ja, gut, okay. Dieser Schmutz ist schon zu lange da. Ein Lappen reicht dann nicht. Willst du mich verarschen? Ein bisschen Spucke drauf, ein bisschen mit dem Oberteil, so mit dem Pullover rübergeschrubbelt, dann passt das schon, ey. Mein Gott, wirklich, die Uschi, ne? Und dann kommen die wieder mit solchen komischen... Was haben wir denn hier noch? Okay, da muss anscheinend irgendwas mit Totenkopf rein. Da haben wir aber anscheinend nichts. Ich kann das Rad nicht bewegen. Ich muss es irgendwie lösen. Okay. Hier haben wir irgendwelche Figürchen. Hey! Sollte der etwa... Da. Hey! Sie haben etwas gefunden. Und wir haben noch etwas gefunden. Was auch immer das hier ist. Sieht aus wie eine Dose oder so. Scheuerpulver. Oh, Scheuerpulver. Mal gucken, ob das reicht. Die Hälfte ist geschafft. Ich kann es nicht leihen, wenn es so schmutzig ist. Haben sie vergessen, aber ja. Ja, dann geh doch eben mit deinem Pullover ein bisschen Spucke nochmal und... Oh, wir machen mal eben hier die Spielstandhälfte noch hier dran. Mal gucken, was wir dafür kriegen. Also die letzten beiden Minispielchen, tut mir leid, die habe ich mal überhaupt nicht verstanden. Da haben wir wohl einen. Mit diesem Haken kannst du einen großen Fisch fangen. Aber kannst du ihn auch aus dem Wasser ziehen? Wir werden sehen. So. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal das Boot näher ran hier. Weil ich denke mal... Achso. Haken am Seil. Aber das Seil haben wir nicht. Ah ja, nee, ist klar. Okay. Dann schauen wir mal hier oben. Ein Wimmelbildspiel. Hat man ja schon lange nicht mehr. Ein Schnabel. Du hast einen Schnabel. Hier ist ein Schnabel dran. Ja, der hat doch einen Schnabel dran. Warum zählt das nicht? Der hat doch einen Schnabel. Mann, ey. Ein Bowlingkegel. Ja. Piratenflagge mal zwei. Das soll wahrscheinlich einmal... Piratenflaggen zeigen immer einen Schädel und zwei gekreuzte Knochen. Boah. Man kann es ja auch übertreiben, ne? Du kannst diesen Gegenstand hier nicht verwenden. Konnte ich wohl. Lava, ey. Mann. Versuche lieber etwas anderes. Was willst du? Das passt doch. Ist doch alles super, ey. Alter. Piratenflagge, Piratenflagge. Was? Also erst Piratenflagge mal zwei und jetzt nochmal zweimal Piraten. Weiß ich, ich hab... Eine Baggerschaufel. Eine Baggerschaufel kennt man ja in so einer kleinen Holzhütte. Ja, da liegt öfters mal eine Baggerschaufel rum. Ja, sicher. Was verstehen die denn unter einer Baggerschaufel? Ist das irgendwie was anderes als, was ich darunter verstehe, oder wie? So, das war der Schnabel. Das Seil habe ich gerade hier irgendwo gesehen. Da haben wir es. Ein Schienenschild. Ach, da ist... Soll das hier noch eine Piratenflagge sein? Mhm. Ein Schienenschild? Ein Schienenschild. Okay, soll das etwa das hier sein? Tatsache. Eine Schnecke. Schnecke hatte ich auch gerade gesehen gehabt. Baggerschaufel, Piratenflagge. Die scheint mir jetzt irgendwo noch... Was soll das hier sein? Nein, das soll anscheinend nicht sowas sein. Das hier auch nicht wahrscheinlich. Nein, das hier? Nein. Du auch nicht? Eine Baggerschaufel. Piratenflagge, Baggerschaufel. Dann gehört das bestimmt zur Baggerschaufel, aber ich habe ehrlich gesagt
keine Idee, wo das dran soll. Hier vielleicht? Nee. Hier haben wir ein Seepferdchen. Na gut. Auf jeden Fall muss ich anscheinend noch irgendwas sein, was wir öffnen können. Aha. Huh? Ich muss wissen, auf welche Muscheln ich drücken soll, um diese Kiste zu öffnen. Ja, und... Okay, erst auf die. Aha. Also die waren anscheinend schon mal richtig. Ah, egal wie. Wir haben es auf jeden Fall irgendwie geschafft und... können da... doch was rausnehmen. Okay. Hat man nur leider nicht erkannt. Aha, da haben wir das nächste. Wir klicken mal ganz schnell hier durch. Das war's anscheinend. Gut. Alter, hier ist ja noch mehr, wo man reingehen kann. Ach du Scheiße. Wo kann man denn hier noch reingucken? Wo kann man denn hier wohl noch reingucken? Aha, was haben wir denn hier? Ein Tanzzapfen? Und was soll das dann? Die Tomate. Okay. Ein Fisch. Eine Baggerschaufel. Ein Heißluftballon. Den müssen wir wahrscheinlich auch erst zusammenbasteln. Da ist er doch. Ah, dann kommt das bestimmt hier dran. Jawohl. Davon war das. Okay, Fischente, Aufziehspielzeug. Alter. Da haben wir von dem Aufziehspielzeug das hier. Nee, das, da kommt es anscheinend nicht dran. Nee, das ist eine Fischdose. Da kommt das also auch nicht dran. Wo könnte denn... Ah, ich glaube, das soll hier die Maus oder Ratte oder was sein. Jawohl. Piratenflagge, Baggerschaufel. Die sollten angeblich total offensichtlich sein. Wobei ich da sagen muss, nein, sind sie aber nicht. Jedenfalls nicht für mich, muss ich jetzt ganz ehrlich mal so sagen. Da ist ein Pfeil. Eine Baggerschaufel. Alter, wo soll denn hier eine Baggerschaufel sein? Hä? Und wo soll denn hier noch eine Piratenflagge sein? Das Spiel verarscht mich doch. Mann, oh. Sogar das Spiel findet die Uschi scheiße, deswegen verarscht einen das auch so oft. Vor allem mit so komischen Minispielen. Ist hier noch was drin? Mal klick, 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 nein. Piratenflagge, Baggerschaufel. Was? What the fuck? Okay. Also das anscheinend schon mal nicht dahin. Okay. Nicht unbedingt okay, aber... Aha. Aha. Ja, aber jetzt passen die doch auch nicht mehr, oder? Oder? Ja, anscheinend aber doch, weil... Hä? Okay. Ach, das war der Fisch. Dann ist hier wahrscheinlich die andere Piraten. Jawohl. Die andere Piratenflagge. Jetzt fehlt uns nur noch eine Ente und eine Baggerschaufel. Und wer weiß, wohinter die wieder versteckt sind, die Sachen. Gucken, ob hier wieder irgendwie so eine Planke dann plötzlich nachgibt. So ein Holzbrettchen oder so. Upsa. So ein Holzbrettchen oder so. Nee, ist klar, ne? Da, das Ei da. Und da soll man dann die Ente... Ja, nee, ist richtig. So eine Baggerschaufel. Ich sehe hier ehrlich gesagt ernsthaft keine Baggerschaufel. Hä? Wo soll denn hier eine Baggerschaufel bitteschön sein? Achso, nee, das ist das hier wieder. Das, ist es jedenfalls nicht. Also. Was? Jetzt ehrlich, ich sehe echt keine Baggerschaufel. Wo soll denn hier eine Baggerschaufel? Mal gerade einen Schluck Kaffee, Moment. Ah. Also ich weiß ja nicht, wie ihr euch eine Baggerschaufel vorstellt, aber ich weiß, wie ich mir die gerade vorstelle. Nämlich so, ne, so gelblich-orangenem Ton, so gebogen und so Zacken dran halt. Wie Schaufel von einem Bagger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nö. Sehe ich nicht. Seht ihr sie? Habt ihr sie gefunden, die Baggerschaufel? Schreibt's mir in die Kommentare. Denn ich finde die, glaube ich, nicht. Alter, was soll das denn hier, ey? Meine Güte. Kann doch nicht sein. Hallo? Na, wo nie irgendwie versteckt sein kann die ja auch nicht, weil die ist ja so angezeigt, dass die halt hier irgendwo rumfliegen muss. Wie, war das da die, war da die Baggerschaufel oder was? Alter, die wollen mich doch verarschen. So, also da braucht es anscheinend nochmal was zum drüberputzen. Hier brauchten wir den Schädel, okay. Aha. Wir haben silberne Klöten gefunden und eine Schere. Okay. Okay.
Silizium haben wir mal eben. Oh, nicht schlecht. Schere haben wir auch gefunden. Okay, dann können wir das jetzt wahrscheinlich hier dran befestigen. Wunderbar. Und hier brauchen wir wahrscheinlich irgendwie was zum Feuer machen. Ja, wie wär's mit dem Eiswürfel mal eben so drüber halten? Die Sonne, die verstärkt dann das Licht und... Nein, doch nicht, schade. Okay. Ach, was ist das denn da? Achso, das ist das hier, okay. Hier ist ein... Hier ist auch noch... Achso, das war das hier. Okay. Hey, jetzt haben wir aber auch noch nichts hier, um hier weiter sauber zu machen, ne? Oder macht's das vielleicht mit der Schere so rauskratzen? Nee. Mit dem Eiswürfel, damit das ein bisschen feucht wird? Nein. Silizium? Nein. Wofür brauchen wir denn jetzt Silizium? Hallo? Wofür braucht man überhaupt Silizium? Wir haben keinen Standort mit verfügbaren Aktionen. Na, super. Das ist ja geil. Das ist ja mal richtig, richtig gehend geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist ja jetzt super. Wir haben echt keinen Standort mit verfügbaren Aktionen. Hallo? Hallo? Wollt ihr mich verarschen? Einen Fisch hatten wir nicht, ne? Nee. Brech mit der Schere auf hier. Mann, ey, du stehst hier auch an. Genauso wie hier mit der Leiter, was die sich anstellt. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch alle nicht, ey. Ey, wir haben tatsächlich nichts. Kein Standort mit verfügbaren Aktionen. Bitte? Okay. Das kriegen wir nicht sauber. Wofür braucht man denn Silizium? Jetzt mal ernsthaft. Oder hier ein Eiswürfel. Wofür brauchen wir einen Eiswürfel? Also hier fehlen uns auf jeden Fall noch zwei. Eine Schere. Eine Schere. Fällt mir gerade irgendwas ein, wo wir eine Schere brauchten? Ich glaube nicht, nein. Und Silizium, wofür braucht man überhaupt Silizium? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich weiß echt nicht. Ja, also und hier ist auch irgendwie, sie sagt aber auch nichts dazu, ne? Von wegen, ich brauche ein Feuerzeug oder so? Nö. Ach, warum? Ach, puh. Aha, dafür brauchten wir das. Und natürlich sofort perfekt getroffen, aha. Old Tom had fished the whole day long. He was so tired that he did not hear someone take his boat and sail it to the middle of the river. It was the witch, servant to Luda. She had given hypnotic potion to Jack's bride, and as Mary slept peacefully, Tuluda dumped her out of the boat and into the depths of the cold river. Was wahrscheinlich schade ist, weil die Taluta war bestimmt voll die Süße. Ich erwachte früh am Morgen, als die Schreie Bediensteter vernahm. Es herrschte das reinste Chaos. Frauen kreischten und Männer rannten aus dem Haus. Jemand sagte, dass sich Mary am Abend zuvor im Fluss ertränkt hatte. Alle gaben Jack die Schuld an Marys Selbstmord und er war blasser als das Hochzeitskleid seiner Braut. Wir liefen alle ans Flussufer, als ich merkte, wie jemand versuchte, mich zur Seite zu ziehen. Es war Thomas der Fischer. Er erzählte mir, meine Tochter Taluta sei am Vorabend bei ihm gewesen, hätte ihn gebeten, ihr ein Boot zu leihen. Tom war sich sicher, dass dies etwas mit Marys Tod zu tun hatte. Ich verstand alles und hatte Angst, mir die Wahrheit einzugestehen. Mary hatte nicht am Abend vor ihrer Hochzeit Selbstmord begangen, sondern war ermordet worden. Und natürlich sagt das dann aber auch keiner. Warum auch? Ach, ist uns doch egal. Na. Willst du mich verarschen? Hallo? Ich stech dich. Mich macht dich kalt. Hallo? Ah. Ich hatte immer versucht, mich von den Menschen fernzuhalten. Ich habe ihnen nie Fragen gestellt und im Gegenzug haben sie auch nie etwas von mir verlangt. Doch an dem Abend. Ich habe keine Ahnung, warum ich das alte Biest mein Boot benutzen lassen habe. So alt sah die gar nicht aus von der Silhouette her. Also, muss ich ja mal ganz ehrlich so sagen, ne? Als ich am nächsten Morgen fischen ging, fand ich die Leiche eines Mädchens. Erst dann erkannte ich, wofür die Hexe mein Boot brauchte. Das werde ich mir nie verzeihen. Doch du hast immer noch die Möglichkeit, deine Freunde zu retten. Sprich mit dem Müller. Ich habe gehört, dass die Treppen in der Mühle nicht mehr die besten sind. Hier, nimm mein Werkzeug und geh zu ihm. Und denk dran, das Leben ist eine Reise, aus der wir das Beste machen müssen. Wir haben eine Säge gefunden. Ja, eine Säge. Das ist, ganz toll. Das ist, super, aber wenn wir jetzt hier noch mehr absägen... Du kannst diesen Gegenstand hier nicht verwenden. Nein, 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 nein.
Irgendwie kann man nie irgendeinen Gegenstand irgendwo großartig verwenden, habe ich das Gefühl, ey. Ach, Uschi. Wo können wir denn noch was machen hier? Ja, hier. Hä? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ah, I see. Okay. Achso, sie macht beide automatisch sofort beide. Ich bin schwer begeistert von der Frau. Der Wahnsinn. So, dann setzen wir die jetzt mal hier an. Alter, boah. Jetzt drauf. Wenn ich eine Leiter hätte, könnte ich versuchen. Ja. So, da ist der Müller. Hallo, ich heiße Archibald. Du darfst mich gern Archie nennen. Ich schätze, mit so einem Namen hätte ich ein langes, wohlhabendes Leben führen können. Warum auch immer, aber nun gut. Manchmal schaut das Glück auch bei einem Narren vorbei, doch es setzt sich nie mit ihm hin. So wurde aus mir ein Müller. Was hast du gesagt? Mary? Ja, Mary, ich war in sie verliebt. Ich habe sie wie den Polarstern angehimmelt. Ich ahnte nicht, dass es auf diese Weise enden würde. Suche nach meinem Fernglas, wenn du mehr erfahren willst. Gut, dann werden wir mal dieses Fernglas suchen, aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Bis dahin!